niemand anders als Alfred Kerr, der mich vor 4 Jahren anbetete, als ich noch frei war. Ich habe ihn gleich erkannt an seinem Tenor und an seiner Keckheit. Nur ein Tenor kann so keck sein und nur ein kecker Mensch kann so einen Tenor singen. Er wartet, mich vor dem Hause meines Gatten zu kompromittieren. Welch schreckliche Situation! Mein Gatte kann jeden Augenblick vom Gericht kommen. Der Prozess muss längst beendet sein. Ich hoffe, dass man ihm die 5 Tage Arrest, die man ihm diktierte, weil er einen Amtsdiener ein paar Hiebe mit der Reitseite gegeben und ihn einen Stockfisch nannte, schenkt und er als freier Mann zurückkehrt. Trotz, tritt auf der Treppe. Himmel! Alfred! Aber warum denn nicht mein Alfred und mir entgegengeflohen? Mein Herr, ich bin verheiratet. Das geniert mich gar nicht. Aber mir entfernen Sie sich. Ich bin ja nicht gekommen, gnädig, um mich zu entfernen. Himmel, wenn mein Gemahl käme. Das geniert mich nicht. Übrigens kommt er nicht. Er muss brummen. Ich werde es mir also bequem machen. Nein, ich beschwöre Sie. Gehen Sie. Sehen Sie denn nicht meine Todesangst? Nun gut, ich gehe. Aber schwören Sie, dass Sie mich empfangen werden, wenn Sie Strohwitwe sind. Also schwöre. Was soll ich machen? Gut, ich schwöre. Nun denn, ich gehe. Leben Sie wohl. Kein Lebewohl. Auf Wiedersehen. Oh, wenn er nur nicht singen wollte. Seinem Dialog bin ich allenfalls imstande zu widerstehen. Aber vor seinem hohen Sitz schmilzt meine Kraft dahin. Halt, meine Gatte kommt. Wir tanzen mit seinem Advokaten. Das ist ein böses Zeichen. Nein, mit solchen Advokaten ist Verkauf mal unverraten, da verliert man die Geduld. Ja, Geduld. Dass das jetzt die Sache endet, hat doch immer sich gewendet. Und daran ist er nun schuld. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Ja, der ist ganz allein nur schuld. Das ist nicht wahr. Wird schon sehen. So höre mich. Nein, wer will ich verteidigen mich? Ersparen Sie sich solche wie so etwas, ist sich zu verteidigen. Ihr seid, Sie wollen mich vielleicht. Oh, ich glaube, warum der Herr nur sagt, was wie ein Star. Ja, es ist ein Kassel frei. Ich glaube dann ja bei jedem Wort. Sie sind ja in einem Volk. Sie krähen wie ein Hahn. Sie sind ein Slobian. Sie sind ein Dombrian. Sie sind sehr inhuman. Sie reden lauter lieber dran und reden wie ein Wetter. Yeah.
Thank you.
Kind. Mein Gott, ich komme zur Tür hinaus und dann kommt Alfred, um mich an meinen Tod zu erinnern. Was beginnen? Ich werde alles jetzt verblicken lassen. Doch nein, ich habe geschworen und muss ihn nun auch empfangen. Er brummt. Ja, er brummt. Aber ich bitte Sie, entfernen Sie sich. Ich habe Sie empfangen, um meinen Schwur zu halten. Doch nun ist genug. Sie werden mich doch nicht kompromittieren. So kompromittieren will ich Sie nicht. Aber Ihren Wein will ich Sie stehen lassen. Also trinken wir und singen wir dazu. Nein, 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 nur nicht singen. Trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinke, mach die Augen hell. Sind die Tränen eigentlich da? Siehst du alles Licht und Traum? Sieh, wie heiß in ihm ein Traum, der uns Äpfel zählt. Sieh, wie er die Treue kam, so was gibt es mehr. Sieh, doch manche Illusion, wie dir einst mein Herz erfreit. Reicht der Wein und Schrei und Sohn, so nicht vergessen hat.
werden Herrn Gemahl, kann ich für ihn auch bitten, vom Beutel kiss ich noch einmal. Mein Herz ist mir verfassiert, sei selten in die Dir, komm, lassen Sie uns gehen, ja, lassen Sie uns gehen. Wir kommen vielleicht in demselben Lokal. Was wollen Sie mir? Ganz sicher nicht. Was wollen Sie mir? Ganz sicher nicht. Der Wagen ist so schnell. Vom Dorf, vom Dorf, so schnell. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus, bekommen drei Quartier. Und fragen Sie ganz höflich, dein verehrter Tarif. Komm auf mein werter Gast zu sein, komm auf mein werter Gast zu sein. Verehrter Tarif. Wenn es sein muss, so will ich gehen. Und meine Kinder, es soll geschehen, sofort, sofort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. Wenn auch mein Herz ist so gut. Ein Küsschen nur, dann hab ich Ruhe. Ich
muss sie vor allen Dingen mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Bitte machen Sie es bekannt. Ich lade gern den Gäste ein, man lebt bei mir im Freien. Man unterhält sich, wie man mag, und bis zum hellen Tag. Man langweilt mich stets dabei, ob man noch reift und friert. Indes was mir es hier steht frei, tut ich bei Gästen nie. Und sehe ich etwa hier, ist jemand hier bei mir? Thank you.
Wollen Sie um Gnade bitten, bei Ihnen zu ziehen. Aber nehmen Sie sich in Zukunft so schönen Kammerstaufen. Ja. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen Herrn Chevalier Chagrin vorstelle. Herr Chevalier Chagrin, Herr Marquis Renard. Also Landsleute. Ach, verflucht, er spricht am Ende Französisch mit mir. C'est l'honneur, Monsieur le Marquis. C'est l'honneur, Serviteur. Noch ein Wort mehr und ich gebe gleich ein Malheur. Aber bitte Deutsch, meine Herren, ja? Warum studieren wir denn nicht? Ich habe solche Mühe. Die Herrschaften müssen sich noch ein wenig gedulden. Wir erwarten nämlich noch eine Dame. Eine Dame? Jawohl, und zwar eine Dame aus dem höchsten aristokratischen Kreis. Ach, das ist reif. Ja, eine ungarische Gräfin. Eine Gräfin? Gräfin, jawohl, die gern mit uns soupieren möchte, aber gewisse Rücksicht. Die Ärzte war verheiratet? Jawohl. Und die wird jetzt halt bei uns massiert abfallen. Jawohl. Und die Herrschaft müssen wir schwören, dass sie die Maskenfreiheit achten. Wir schwören. Ja, Phil, ich glaube, sie erscheint. Ich schlage vor, dass die Herrschaft noch eine kleine Promenade durch den Garten macht. Jawohl. Ach, lieber Doktor, so wäre jetzt wirklich wahr, was Sie mir geschrieben haben. Einen blickenden Garten, Ehefrau, wird Sie überzeugen. Sehen Sie doch, Doktor. Huh? Am Arm einer Dame. Abscheulich. Aber was ist das? Nein, ich irre mich nicht. Das ist Adele, mein Kammermädchen. Ja, das ist Adele, Ihr Kammermädchen. Huh? Und in solche Gesellschaften geht er. Ja, mich hat er auch dazu verführt. Die armer Verführer. Doch sehen Sie, mein Gatte kommt direkt hierher. Also schnell die Maske vor. Das ist eine gnädige Gesellschaft. Der Herr Chevalier Chagrin wird gebracht. Wir haben soeben Freundschaft miteinander beschlossen. Aber still doch, lieber Freund. Sieh doch, die Dame ist die ungarische Gräfin, von der ich dir vorhin sprach. Wunderbar, das also wäre sie. Ah, das ist ja vorsichtig. In 10 Minuten wird sie mein sein. Mir kann keine widerstehen. Und dieser kleine Tour habe ich schon so manche Eroberung zu verdanken. Ja. Nun, meinetwegen, ich gehe. Also, adieu, mein lieber Herr Marquis. Adieu. Ach, für einen Marquis gibt sich der Steckbube aus. Na, warte nur. Wenn ich nur die Uhr erwischen könnte, das wäre ein vortreffliches Corpus Delicti. Dieser Anstand, die manierlich, diese Treue fein und zierlich und ein bisschen das zum Küssen blühend man bedecken soll, wenn sie nur erlauben wollen. Yeah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nein, das kann nicht sein. Denn nach der 7 kommt erst die 8. Sie haben den Plan von mir gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln? Wie? Den Plan, den er von mir weiß, wo liegt das Ding nach ihrer Uhr? Die 7 auf 5 Minuten Uhr. Jetzt werden Sie bei der Marquis. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hopp, 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 dann geht in der Luft. 16, 8, 19, 11, 12. Hopp, 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 in der Luft, 6, 9. Thank you.
die Perle, das Feuer die Glut und die Luft den Geist. Er aufbrausend seinen Körper sprengt, wenn er die Freiheit sieht. Hoch die thronende Majestät und ihre Untertanen. Oh! Thank you.
Thank you.
Schlange auf Nummer 12 singt schon wieder. Ich bin erst seit ein paar Tagen mit dem Direktor hierher versetzt worden. Aber es gefällt mir ganz gut. So ein fideles Gefängnis wie hier ist mir noch gar nicht vorgekommen. Und der Nordhäuser, der ist hier fulminant. Ja, ich habe gefunden, dass er sogar hier noch besser ist. Im Kopf habe ich gar nicht. Aber der ganze Geist hat sich in meine Stiefel gesenkt. Darum sind sie so schwer. Und dann, mir ist immer, als ob ich Musik höre. Sollte das der der Nordhäuser sein? Aber nein! Das ist ja der Gefangene von Nummer 12. Der hat schon wieder die Singeritis. Verfluchter Nordhäuser. Ruhe, meine Herren. Ruhe. Wenn Sie sich nicht ruhig verhalten, dann schmeiß ich Sie raus. Verflucht. Fideles Gefängnis hier. Der verwünschte Champagner. Ich weiß nicht, schwang ich oder schwang das Zimmer. Hoppla, hoppla, verwünschter Champagner. Aber schön war es doch auf dem Bett. Besonders der Walzer. Also, lieber Franz, jetzt bist du wieder Gefängnisdirektor und nicht mehr Schwalle Chagrin. Aber schön war's doch. Und die Damen, Olga, komm her, Ida, auch ihr gefällt mir. Marquis, reiß dir die Hand. Sei mein Freund. Anerkannt, anerkannt, trinkt im Land, Jubel wird Champagner zur ersten Benannt, es wird verlehrt. Es wird mich doch niemand gehört haben. Hupfla, ach, der verwünschte Champagner. Na, wenn mein Freund, der Marquis Renard, mich so gesehen hätte. Brot ist ja Gott sei Dank noch nicht auf. Lieber Marquis. Und ich bin müde. Ach ja. Ach. Ich kann mich kaum auf den Füßen halten. Ach ja. Na, setzen wir uns also. Oh.
Da muss ich ihm ja meinen Rapport machen. Herr Direktor, ich komme zum Rapport. Ja, was ist denn? Ach so, du. Na nun, also mal los mit dem Rapport. Alles hüpft mir vor den Augen. Sogar der Frosch hüpft. Na also, was gibt's denn Neues? Nichts, Herr Direktor. Nummer 12 verlangt einen Advokaten. Ich habe ihm den Dr. Blind bestellt. Hat es nicht geklingelt? Ja, mir war auch so klingelig zumut. Na, du gehst zum Fenster und seh nach, wer da ist. Ja, wenn ich nur bis zum Fenster komme. Verfluchte Champagne, nur keinen Besuch hier. Nope, der verfluchte Nordhäuser. Herr Ritter, es sind zwei feine Damen draußen. Na, du lass dich herein. Ja, ich bin schon beim Reinlassen. Ein ideales Gefängnis hier. Wir möchten den Herrn Zwalheser Grand sprechen. Was? Die Olga mit der Ida? Die waren ja noch nie da. Also, meine Damen. Ich bin auf dem Weg zu den Festplatz Brinden Orlowski für meine Schwester, die Angele Simpson, zu interessieren. Haben wir uns ein Herz gefasst und kommen schon in aller Früh zu Ihnen. Herr Dr. Falke hat uns die Adresse verraten. Wir haben Ihnen ein Geständnis gemacht, nämlich meine Schwester ist gar keine Künstlerin. Noch nicht einmal im Leben, sondern bloß Stubenmädchen. Was? Stubenmädchen? Ich habe nämlich die Idee, unser Theater zu gehen. Unser Theater? Sie sind ein vornehmer Herr und könnten leicht meiner Schwester behilflich sein. Haha, ich soll also Sie ausbilden lassen, klar. Ja, haben Sie denn auch Talent? Ob ich Talent habe? Sonderbare Frage. Spielen wir uns vom Lande, natürlich in kurzem Gewande. So hüpf ich ganz neckig umher, als ob ich ein Eiskasten wär. Und so sein Vater, ein junger Mann, so hüpf ich zu mir an. Es gefiel mir zwar nur, als ein Kind, der war dort und putzt an meinen Fürstenband. Und mir
allerdings etwas zu emanzipieren. Es bedeutet, wer kann das sein? Alle Wetter, der Marquis steht und was tue ich nun? Trotz, trotz! Na wohl, Herr Direktor, haben geruht zu rufen? Führe die Damen auf ein anderes Zimmer. Und zwar, meine Damen, Sie entschuldigen mich einige Minuten. Aber bitte, bitte, bitte! Ich habe nur noch Nummer 13 frei, Herr Direktor. Ich bin Nummer 13 in Ihrem Fangsalon. Ja, wohl, wir haben noch mehr solcher Saloon. Also bitte, meine Damen, ein spezielles Gefängnis. Ja, sagen wir mal, was machst du denn eigentlich hier? Warum bist du denn eingesperrt, lieber Chevalier? Nun, ich musste die Wahrheit noch sehen. Also höre, ich bin nicht Chevalier Chagrin, sondern heiße Frank und bin der Direktor dieses Gefängnisses. Ach, das ist ein guter Witz. Nein, nein, das ist kein Witz, sondern bitterster Ernst. Ich werde es dir beweisen. Trotz... Zu viel, Herr Direktor. Packe den Herrn dort. Zu viel soll ich ihm Eisen anlegen. Ja, erlauben Sie mal, was soll denn das bedeuten? Na nun, lass ihn wieder los, Frosch. Nun bist du jetzt überzeugt? Allerdings, nach so handgreiflicher Beweisführung bin ich überzeugt. Ich muss dir nämlich auch ein Geständnis machen. Du, ich bin ja gar kein Marquis. Ich heiße nämlich Einstein und komme meine 8-tägige Gefängnisstrafe hier abzusitzen. Also bitte, lieber Bruder, führe mich in dein Chambre Reparé. Du willst mir mit gleicher Münze dienen, aber das geht nicht. Ja, warum geht es denn nicht? Wieso? Das heißt, so wie ich dir bewiesen habe, dass ich Gefängnisdirektor bin, beweise ich dir, dass du nicht Eisenstein bist. Ah, das ist ein guter Witz. Nun denn, ich habe gestern Abend Herrn von Eisenstein persönlich in seiner Wohnung arretiert. Du hast ihn arretiert? War er denn zu Hause? Ja, natürlich, er saß gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim Toupet. Im Schlafrock? Du sag mal, wo ist dieser Herr von Eisenstein? Auf Nummer 12. Da muss ich sofort zu ihm. Himmel, es läutet ja schon wieder. Herr Direktor, hey, es ist schon wieder ein weibliches Geschlecht draußen. Himmel, das ist ja Rosalinde, meine Frau. Nun, ich gehe schon selbst und sehe nach, was los ist. Ma, hat mich rufen lassen. Ja, warten Sie nur hier. Ich habe dem Herrn von Eisenstein hierher geholt. Was sagt er? Er holt ihn? Sind ja schon da. Ja, ich bin nicht allein da, sondern ich bin auch dort. Was wollen Sie denn, die Stotterbock? Ja, mich rufen lassen. Was? Ich hätte Sie rufen lassen. Halt, ich habe eine Idee. Hören Sie mal, Sie bitten mir Ihre Stelle abbrechen. Ich brauche Ihre Brille, Ihre Perücke, Ihre Binde. Kommen Sie nur, machen Sie keine Umstände. Es ist alles schon besorgt. Ah, da kommt. Recht, die Hand ist sehr frech. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Wie soll ich auch verteilen?
wenn ich heftig bin, der Gegenstand tritt so wie ich hin. Ich wollte sie nicht bereiten, nein, ich werde sie verteidigen. Wenn Herr zu Herrn ist, der Mann, der Donner, der Donner, der Gott, den lass uns herzlich drücken.
war noch nicht grad alles so, wir wollen ihn nicht glauben, denn ihn wir glücklich trauben. Bleiben die Maletti hier, wir sind hier ein Freundesfahrer, wir sind lassen für die Arme. Nein, ich lass das Kunst nicht hin, durch Talent mir nicht entgehen. Seht mal, wenn ihr so sitzt, seht mal, von gut. Seht mal, wenn ihr so sitzt, seht mal, von gut. Meine teure Rosalinde verzeiht einem Gabriel aber viel